Crazy Ninja lud vor wenigen Tagen eine Abfilmung einer Demoaufnahme in New York hoch. Ihr ist etwas aufgefallen, das so nicht wirklich mit der Realität stimmen kann. Ist hier der Kamera irgendein Fehler unterlaufen? Oder sind düstere Wesen mit im Demozug? See that? What is that? Verglichen mit ihren anderen Aufrufzahlen ging sie mit dieser kurzen Aufnahme merklich viral. Kein Wunder, denn das zu Sehende wirft einem berechtigte Fragezeichen auf. Manche glauben, man sehe einen dunklen Geist, der sich für sie unkenntlich mit auf der Demo stark macht. Andere wiederum behaupten, es sei ein Kamerafehler, ein Schmierfehler. Und letztere Begründung scheint bei der Qualität auch nicht so fern. Dennoch sind die Bewegungen, das Umherschwingen des schwarzen Objekts, zu extrem für das Hin- und Herschwingen einer Flagge bei einer Demo. Oder empfindet ihr anders? Einerseits gibt es, finde ich, berechtigte Gründe, warum man hinter dieser geheimnisvollen Erscheinung etwas Geisterhaftes vermutet. Andererseits verstehe ich aber auch, warum man auch mehr eben wegen der Qualität sagt, dass man den Ball flach halten sollte, da es auch etwas ganz Natürliches sein kann. Alles in allem bleibt die Aufnahme vorerst ein Mysterium und ich bin gespannt, was ihr dazu denkt. Das folgende Video stammt vom YouTube-Kanal Paranormal Instincts und birgt Gruseliges. Eine Frau geht mit ihrem Hund Bruce im Wald spazieren. Es ist nachts und es ist dunkel. Die Frau scheint es nicht zu bemerken, jedoch wittert ihr Hund etwas, das sich im Wald versteckt. Schaut mal ganz genau hin. Ein Videoclip zeigt ein Mädchen, das nachts mit ihrem Hund spazieren geht. Der Hund scheint auf etwas in den Bäumen zu reagieren, aber das Mädchen scheint die Gestalt, die vor ihr steht, nicht zu bemerken. So steht es in der Videobeschreibung geschrieben. Die Beschreibung klingt distanziert und scheint eine Zusendung oder ein Fund zu sein. Der Kontext zum Anlass der Aufnahme fehlt völlig. Man kann wieder mal nur spekulieren. Was sieht man in der vorliegenden Aufnahme? Das Frauchen filmt runter zu ihrem Hund. Dieser scheint den Boden wie eine Zeitung nach Gefährten und Territorien abzulesen. Sie filmt einmal rings um sich und fängt dabei etwas ein, das sich in den Büschen versteckt. Eine Figur mit weißem Gesicht steht nur wenige Meter vom Waldweg entfernt und blickt sie an, als würde diese mystische Kreatur ihnen auflauern. Sie seit sie Gassi gehen stalken. Der Hund scheint etwas an der Stelle wahrzunehmen, als würde er die Kreatur, wie wir sie in der Aufnahme sehen, ahnen. Jedoch bleibt der Hund ruhig, kein Gebelle, keine ängstlichen Anzeichen, eher Vorsicht und Obacht, die vom Hund in dem Moment ausgeht. Die Frau hat zwar im passenden Moment auf Record gedrückt, sodass man im Nachhinein diese Kreatur sichten konnte, jedoch blieb sie just im Moment von ihr unbemerkt. Da kommt man zu der wichtigen Frage, was war der Anlass? Hat man bewusst jemanden im Wald postiert, um die Zuschauer zu veräppeln? Oder galt die Aufnahme der Prävention? Hat sie vielleicht Schritte gehört, sich beobachtet gefühlt und die Aufnahme war mehr oder minder ein Schutzmechanismus zu ihren eigenen Gunsten? Das ist so das Problem mit manchen Netzfunden. Wenn der Kontext fehlt, also relevante Hintergrundinformation fehlt, sodass wir Betrachter besseres Verständnis haben und solch mystischen Themen mehr Authentizität schenken können, bleibt einem nicht mehr übrig, als zu spekulieren und das zu sehenden Fragezeichen zu stellen. Solange ist das, was wir sehen, alles Mögliche. Ist das ein Alien? Eine mystische Figur aus dem Wald? Ein sogenannter Shapeshifter? Die starke Manifestation eines Geistes? Oder ein Fake?
Ihr habt die Wahl. Es ist eine Freude und eine Leidenschaft, sich immer wieder mit den paranormalen Untersuchungen von Maggie und Amanda auseinanderzusetzen. Die beiden Mädels sind authentisch und auf ihre eigene, unterhaltsame Weise peppig bei der Sache, mit welcher wir uns wöchentlich, momentan immer sonntags um 19 Uhr, beschäftigen. Nämlich auf der Spur des Mysteriösen und des Paranormalen. In folgender PU waren sie zu dritt in einer der wohl am meisten heimgesuchten Hotels in Las Vegas, dem Excalibur Hotel. Auf Zuschauerwünsche fokussiert sich der größte Teil des Videos auf 3 Uhr nachts. Sozusagen eine 3 AM Challenge. Die Uhrzeit für die meisten Aktivitäten rund um Geister. Die Untersuchung ist sehr spannend und ergebnisreich, weswegen es sich lohnt, mal hineinzuschauen. Macht euch bereit für pure Gänsehaut. Yeah. 13. What hotel has a freaking 13th floor? Our room, as you saw in the last clip, we opened the curtains and right there. So we have that factor in it too, but. Are the curtains swinging? Yes. Oh my gosh. Holy shit. Just look inside again. Oh my God. And like, as you can see, there's three other things. Only one of the three is swinging. This is off. There's no vent. That was really loud. Okay, let's get this back down. It's swinging more now. If there's a spirit over there right now making that rod swing, can you give it another good push? Make it swing faster. Maybe the curtains too. Either one. Did you see that? Did you see that? It's swinging way more. No, but it like stopped midair and then went again. Oh no, I didn't see that. Yeah, it stopped to the left side. Can you do that again? It's changing the way it's spinning. Stop, it is, it totally is. It's stopping and it'll spin the other way. Something just totally touched my hair. Something just touched my ankle. Oh God. So the things here are very physical. Oh no. Can you move one of those other rods? Or can you make it stop? Can you make it stop completely? Is the one behind it moving in exact same time? Is it or is it an optical illusion from the shadow? See how the second one is behind it? They definitely both are. She's right. That thing's swinging heavy. Feels heavy in here. Yeah, it does. Bro, I'm really nervous. I feel like this thing came with us. Stop, are you serious? Mm-hmm. I'm so zoomed in, I didn't even realize. Fuck, I'm panicking. Oh my God, this isn't such a way back. Was it bad when they came with us? No, not necessarily. I don't know. What do you mean? I didn't mean it like that. You have one job. Isn't that what I'm here for? Basically, to sum it up, they say this hotel is extremely haunted because one of the employees died in the employee bathroom. Two, they hear a baby crying in one of the public restrooms downstairs and they think a mother just left their baby in there and basically somehow it died. There was a murder-suicide which resulted in the death of two people. Mm-hmm. Pretty much everyone just says there is a heavy, heavy presence of an entity that follows you around and it's so severe that it literally chases people out of the hotel pretty much. And some of the main reports that they get here are hearing voices. Furniture in the room will move.
people will feel like they're being followed and seeing apparitions. There's a lot going on. It's high up on the list of most haunted hotels in Vegas. I'm excited to see like what we catch ourselves. I am too. Die Mädels erkundigten sich an der Rezeption, wo es denn am meisten im Hotel spuken würde. Und so ging es für sie in den 13. Stock. Für etwas impressionsreiche B-Roll-Footage filmten sie in den leeren Hotelflur des wahrscheinlich 13. Stocks mit Backroom-Vibes, wie ich finde. Dort wiederholen sie die Aufnahme eines angeblichen Orbs, einen Seelen- oder Geisterfleck in Kugelform. Einige Geisterforscher sind mit dieser Annahme vorsichtig, da es sich auch um einfache Staubkörnchen handeln kann. Und in einem Hotel kann es durchaus auch mal staubig sein, weswegen man es hier schwer ausschließen kann. Während die drei, passend zum nachfolgenden Erlebnis, über Vorhänge reden, ist wortwörtlich Wirbel um ein weißes Stäbchen an den Vorhängen. Jegliche Möglichkeiten von Luftströmen, wie von der Klimaanlage, einem Luftschacht oder ein offenes Fenster zum Lüften, ist für diese fragwürdige Bewegung ausgeschlossen. Könnte es sein, dass einer der Präsenzen des Hotels für diese kreisenden Züge des weißen Stabs sorgt? Oder lässt es sich noch irgendwie weniger unheimlich begründen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Scares me. I know. Yeah, that is really uncomfortable. I just couldn't stop staring at it when it was dark. It made me nervous. Yeah, it's just something about the center of that picture. Yeah, that it's off. Yeah. Why aren't the... Okay, how come every lamp I turn on doesn't work? Literally, like, the past four hotels we've gone in. Like, every hotel in Las Vegas, you've never been to. I know, but ever since Figueroa, every lamp I go to turn on doesn't turn on. The freaking lights. You gonna try this? Fell off. The whole entire knob. Your f***ing knob? What the f***? Try this one. That one looks mad sus. Oh gosh, okay. If this lamp can talk, it would just go, I love. Right, that one worked. That lamp third has time's the charm. Oh my god. Also, we do have this flashlight right here, right in front of me. If you tap it, it will turn on. Can you give it a tap and let us know that you're here? It's working. Can you tap it and turn it off? Or turn it off if you don't want to communicate with us. I'd be so nervous if that... No. They turned off way too early in the night. Yeah. Alright, just to confirm, because that's never happened before. If you want us to leave this hotel room, will you turn that pink flashlight on? If you don't want anything to do with us, you want us to get out and leave. I'll give you 15 seconds. And then we'll ask the opposite. Okay. Do you want us to stay? It's just weird because that hasn't gone off, I think, the past two or three videos at all. No. At all. And we were just using it like 3 hours ago. It didn't go off, so that's weird to me. Is there any spirits in here with us right now? Oh, flashlight I watched. Immediately. To confirm if that is a spirit, can you tap that flashlight again and turn that light back off? Give me 15 seconds. That was 15 seconds right there. They're trying. What was your question, Amanda? Just to confirm that that was a spirit. Can you turn it off? That's strange. I don't know if my mind is playing tricks on me. What? You know when you, like, glance and you think you see something? Yeah. I just feel like every time I look here and I look there, I see a shadow and it disappears as soon as I look at it. Oh, and it's fucking freaking me out. Just standing. Like, I'm looking almost where, like, the light switch is. Mm-hmm. Like, near the bathroom. And just for reference, the pole,
thing on the curtain is hardly moving at all. Oh my gosh, not at all. Aus irgendwelchen Gründen wollen die Lampen bei Mackie und Amandas Hotelübernachtungen nicht angehen. Die dritte Lampe will ihnen dann doch noch Licht spenden. Jedoch sei es schon bizarr, dass zuvor die Lichter an anderen Hotels streikten. Es war zuvor in dem Video auch schon mal die Sprache, dass eine Entität sie bis hierher ins Excalibur Hotel verfolgt haben könnte. Nun ist es natürlich kritisch, denn es könnte genauso sein, dass per Zufall einfach die Elektronik in den verschiedenen Hotels gestreikt hat. Es mag aber auch sein, dass Energien sie bis dorthin verfolgt haben. Was meint ihr, was wahrscheinlicher ist, Geister oder Zufall? Etwas später im Video reagiert eine Taschenlampe auf Anweisungen bzw. Anfragen von Mackie und Amanda. Hier ist es auch wieder schwer zu falsifizieren, ob tatsächlich Entitäten antworten oder die Taschenlampe falsch reagiert. In diesem Fall ist es mehr eine Sache des Glaubens, da wir bloß vor Ort mehr Zufälle rechtschaffen ausschließen könnten. It's murders, crimes, and overdoses. That sounds like an attic. Oh. If Mackie's right, can you make that stop beeping for us? Oh. I just got chills. Oh my god, it's burning. What the? Okay, should we check her leg? Have you scratched it with your nails or just rubbed it? Yeah, just been okay, rubbing. So if it's red, that explains it. If there's any scratch marks, that's different. I don't know if I've even read this to you guys, but... I was just like... Yeah, it just looks like irritated. Yeah. Oh, wait. Oh! Those are scratches, three. Those are scratch marks. Mackie had the gnarliest scratch marks on her back, in the middle of her back. Okay. I do not even want to talk about that right now. I just don't even want to talk about it yet. Es wurde stark aggressiver. Während die drei Untersucherinnen über gewaltsame Dinge an diesem Ort sprechen, springt plötzlich das Rampart an. Das Rampart, was Geisteraktivität messen soll und häufig von Geisterjägern als Ermittlungsinstrument verwendet wird, soll zuverlässig bei der Erkennung von unsichtbaren Energien sein. Das Gruselige hierbei ist aber eher, dass das Rampart zuvor an anderen Orten in letzter Zeit eher ruhig war. Sind hier Energien im Raum oder nicht? Aufschluss darüber ergibt eine womöglich physische Attacke der Geisterwelt auf die Gastuntersucherin. Sie verspüre einen Brennen an ihrem Bein und reibt an eben dieser brennenden Körperstelle herum. Man sieht ganz klar eine Rötung am Bein und wenn man genau hinsieht, auch eine Spur von Kratzern in dieser Rötung. Jedoch dürfen wir an dieser Stelle nicht vergessen, dass sie sich an der Stelle gerieben hat und diese Formierung auch von ihr stammen könnte. Allenfalls steht fest, dass es an dieser Stelle für sie brannte, was ja zum Reiben an der Stelle geführt hat. Und physische Attacken von Energien kommen durchaus vor, welche sich durch Kratzspuren, einem Brenngefühl und Rötungen oft veräußern. Wurde hier jemand gezielt angegriffen? Für die ganze Untersuchung und mehr Ergebnisse empfehle ich euch, die ganze Untersuchung selber anzuschauen. Links und Credits sind wie immer doppelt gemoppelt im Video eingeblendet und in der Videobeschreibung. Schaut vorbei und sagt uns im Nachgang, was ihr vom Ganzen haltet. Ich hätte nicht gedacht, dass Las Vegas so viele Haunted Hotels hat und man dort echten Nachforschungsbedarf hat. Also wenn ich eines Tages die Ehre habe, mit einem zusammengestellten PU-Team nach Las Vegas zu reisen, dann wäre ich der Sondertouri, der weniger in Las Vegas zum Zocken, sondern eher zum Nachforschen wäre. Freunde, eines Tages, dann ist es soweit. Stay tuned and stay awake. Stellt euch vor, ihr seid am Anfang oder inmitten eurer 20er Jahre und startet eine kleine Musiksession. Bis auf dir und deine mit musizierenden Freunde erwartet ihr niemanden, der eurer Musik lauscht und euer Talent entdeckt. Das folgende Video vom YouTube-Kanal Navagon zeigt eine Freundesgruppe, die gut gelaunt Musik in einem kleinen Zimmer macht. Doch was im Hintergrund, im Verborgenen, klammheimlich mithören möchte, hätten die Jungs wohl nicht erwartet. Okay.
Bag of Bubba. Einer der Freunde überreicht dem anderen die Kamera, der die Session filmen soll. Dieser filmt immer leicht hin und her, von Gitarrist zum Sänger. 20 Sekunden nachdem zum guten Ton eingefädelt wurde, macht der Filmer wieder einen Schwenk zum Sänger. Doch diesmal sieht man hinter ihm am Fenster eine Gestalt, welche die rhythmische Freundesgruppe von außerhalb hinter dem Fenster der Balkontüre zu beobachten scheint. Entsprechend der Videoqualität, welches Video nebenbei bemerkt 2007 auf YouTube hochgeladen wurde, sieht man nicht allzu viele Details. Zu erkennen ist eine bleiche und riesige Figur. Wie gerade über dem Veröffentlichungsdatum eingeblendet, konnten wir darüber im Titel ablesen, dass wir hier einen Geist hinter dem Fenster sehen sollen. War das nun wirklich ein Geist? Das Video ist über 14 Jahre alt und zu dieser Zeit hatte noch nicht jeder eine Full-HD-Kamera in der Baggy-Hose wie wir heute. Deshalb kann man ihnen die Qualität nicht so übel nehmen. Ärgerlich ist es immer nur, wenn man sieht, dass die Videos aus den letzten Jahren stammen müssen und pixeliger sind als Minecraft oder Tamagotchi auf dem Gameboy. Es lässt sich schwer sagen, ob die Figur hineingeschnitten wurde. Doch wegen des damaligen Technikstands ist das weniger wahrscheinlich. Eine Möglichkeit, die noch offen stünde, wäre, dass jemand verkleidet dahinter stand und sich in der restlichen Zeit irgendwo dort versteckt hielt. Doch dies ist auch nur eine Theorie. Was meint ihr, was dahinter steckt? Habt ihr schon einmal den ein und denselben Ort mit verschiedenen Aufnahmegeräten aufgezeichnet, wie zum Beispiel mit der Kamera eures Smartphones und einem alten Videorekorder? Um die Aufnahmen zu vergleichen oder um zu schauen, welche von den beiden Aufnahmen die bessere ist? Sicherlich wäre manchen von euch aufgefallen, dass die Lichtverhältnisse zumeist wegen den Einstellungen unterschiedlich sind, wodurch der Ort schon gänzlich anders wirkt. Ein Reddit-Nutzer teilt uns eine fragwürdige Aufzeichnung mit, welche dieser während des House-Sittings alleine bei seiner Tante machte und sich zwei Aufnahmen ganz klar unterscheiden. I don't know if I'm seeing shit or tripping, but check this out. So this is my aunt's son's room, right? There's no one in here. Right? Nothing. Closet. Nothing. Get a nanny cam in here. Alright, now tell me right on the monitor here. Tell me that doesn't look like someone standing in the room. Like, I've checked, like, went back and forth three times, and So, okay, nothing, right? What the f- I do not want to go back in there. Thank you.
Alright. There is definitely something in there. Der Filmer wirkt verwirrt von seiner Entdeckung, welche er uns gleich zeigen möchte. Laut der Beschreibung passt er auf das Haus seiner Tante auf, während sie außerhalb der Stadt ist. In dem Zimmer des Sohnes seiner Tante geht Komisches einher. Bis auf einige Spielsachen auf dem Boden scheint erstmal noch nichts Verrücktes da zu sein. Der Filmer verweist darauf, dass nichts und niemand in diesem Raum ist. Bevor er das Zimmer verlässt, zeigt er auf die Baby-Monitor-Kamera, welche oft in Haushalten zur Überwachung der eigenen Kinder genutzt wird. Und nun zeigt er uns das Entscheidende. Wohl zurück im Wohnzimmer zeigt er uns, was man auf dem Baby-Monitor am Raum des Sohnes der Tante sehen kann. Eine Schattenfigur inmitten des Videos ist zu erkennen, doch es fehlt jegliche Erklärung. Denn zuvor, über die hauptaufzeichnende Kamera, gab es das nicht zu sehen. Man hört die Beunruhigung in der Stimme des Haussitters, der sich nun für ein Live-Experiment zurückwagt. Davor sehen wir noch einen Live-Vergleich vor Ort. Das, was wahrscheinlich die Handykamera zeigt, und das, was die Baby-Monitor-Kamera zeigt. Zwei verschiedene Abbildungen. Um uns die Live-Aufzeichnung und die schwer erklärliche Schattenerscheinung zu beweisen, filmt er den Monitor mit einer provisorischen Halterung ab und schmeißt einen Ball in den Raum. Nichts regt sich. Nun stellt sich immer noch die Frage, woher dieser Schatten auf dem Babymonitor stammt. Sehen wir tatsächlich eine Entität? Oder wird das Licht schlecht von dieser Kamera verarbeitet, sodass dieses Trugbild entsteht? Warum zeichnet die andere Kamera nicht dasselbe oder ähnliches auf? Es wäre gut zu wissen, wenn beispielsweise schon mehrmals paranormale Aktivitäten in diesem Haus stattfanden. Oder man wüsste, ob dieses Haus auf einem alten Friedhof errichtet wurde, was diese Erscheinung eher erklären könnte. Vielleicht handelt es sich auch nur um ein Verarbeitungsproblem mit dem Licht. Was jedoch feststeht, ist, dass dieser Schatten allemal gruselig, fast schon teuflisch erscheint und den Filmer gut Angst einjagte. Was meint ihr zu diesem Phänomen? Ich weiß, dass einige meiner lieben Zuschauer diese Videos in der Nachtschicht schauen, beziehungsweise auch einige extra ein paar Stunden bis Mitternacht warten, um sich die Videos anzuschauen. Und der Kick dahinter ist auch verständlich. Doch wie wäre es für euch, wenn das Gezeigte hier euch im realen Leben passiert? Ein Mann, eine scheinbare Sicherheitskraft in der Nachtschicht, filmte jemanden oder etwas, das ihn wohl maximal beunruhigte. Hola, me filmo para dar constancia de esto porque está pasando algo muy loco, muy loco. Yo hace años que trabajo de noche, nunca vi algo como esto. Estoy todos los días sentado ahí, 12 horas. Esto es muy loco. Mira, no se ve nada. No se ve nada. Lo que yo veo ahora... La puta madre, es algo muy fuerte, nunca pasó. Estoy asustado, pero posta. ¿La ven? ¿Llegan a ver? Hay una mujer en la puerta del edificio. Una mujer al lado del portero eléctrico. Esto... Ahí. ¿Lo ven? Acerquemos. Hay una mujer al lado del portero eléctrico. Son las 2:30 de la mañana. Esa imagen nunca apareció. Nunca. Estoy todos los días acá 12 horas. Eso nunca apareció en la vida. Ni temprano. Apareció recién. Y no se mueve. Ahora, vamos a ver. No hay nada, ven ahí, no hay nada, no hay nada, pero cuando yo veo las cámaras, me aparece la mujer, por las cámaras. ¿La ven? Una locura. La primera vez en la vida que me aparece esa mujer. Y no son efectos de luces, uno puede decir, bueno, es el contraste de la luz con el vidrio y la chota. Pero no sé qué pasa, que esto nunca apareció. Nunca, nunca. La primera vez que me aparece. Estoy acostumbrado a trabajar de noche. Trabajo hace años de noche, pero nunca me apareció algo así.
Die Untertitel wurden von YouTube automatisch erstellt und sind somit logischerweise nicht 1:1 wiedergegeben, wie das tatsächlich Gesagte im Video. Jedoch dient es als Stütze, um grob verstehen zu dürfen, was Überrumpelndes hier passiert. Vielleicht gibt es Zuschauer unter euch, die hier nachhelfen können. Nach meiner Information und wie einleitend erklärt, ist dies eine Handyaufzeichnung einer Security, die sichtlich den Eingang eines Gebäudes zur Nachtschicht bewacht. Vorerst filmt er die glasige Fassade entlang, um uns danach am Schreibtisch das Verblüffende zu zeigen. La Mujer, die Frau, vielleicht eine Geisterfrau, offenbart sich auf der Überwachungskamera. Er und andere können sich diese Gestalt nicht erklären. Und auch fast genauso ist es in einem anderen Video aus dieser Topliste. Fraglich, warum über diese Kamera solch eine Figur sichtbar ist und über Handykamera nichts dergleichen übertragen wird. Wer oder was sehen wir hier? Handelt es sich um eine paranormale Entität, die ihn während seiner Nachtschicht beobachtet oder heimsucht? Allemal hört man aus seiner Tonlage heraus, dass auch er, genauso wie die Person mit dem ähnlichen Phänomen, verängstigt ist. Oder kann man ihm die Angst nehmen und bezeugen, dass das auch hier wieder nur ein Spiel des Lichtes ist? Doch woher kommt dieses Zusammenspiel an Licht in der Reflexion der Glaswand? Er selber kann es weniger sein, da er in gebückter Haltung den Monitor abfilmt, während die Figur kerzengerade in den Raum dreinblickt. Ein Video, das Fragen zurücklässt. Der YouTuber Michael D. Maggie dokumentierte über einige Jahre hinweg das übernatürliche Geschehen um ihn herum. Ein älteres Video aus 2012 zeigt eine bei Echtheit sehr beunruhigende Poltergeist-Aktivität. Spitzt die Ohren. Okay, it's like the middle of the day. I'm the only person in the house, and just heard some footsteps going up and down the stairs. I've checked all the rooms, there is nobody in. It's been doing it for about 10 minutes. There it is again. Okay. I'm coming this time. Hello? Mike? Callum? Wir sehen alles aus der Sichtweise von Michael, der sich in einem Zimmer der oberen Stockwerke befindet. Er sagt, es sei mitten am Tag, so wie wir auch das Tageslicht ins Zimmer fließen sehen können. Und er berichtet uns weiter, dass er von unten Schritte gehört habe. Michaels Schritt danach war wohl der Beginn der Aufnahme, um uns folgende Unbehaglichkeit zeigen zu können. Nach wenigen Sekunden hört man ein Geräusch. Das klingt wie Klopfen oder eben wie die berichteten Schritte. Letzteres könnten die Schritte nach unten sein. Denn als Michael sich zu den Treppen wagte, hört man laute Schritte, die rasant nach oben dröppeln. Die unsichtbare Präsenz zog sich mit lautem Türknall im Bad zurück. Doch Michael blieb in diesem Schockmoment besonnen und ging dem ganzen gruseligen Geschehen im Bad weiter auf die Spur. Doch natürliche Erklärung an der Stelle fehlt. Könnt ihr euch das erklären? Was es gegen einen Fake zu bedenken gibt, ist, dass Michael eine ganze Zeit lang dem Paranormalen auf der Spur war. Die Geräusche sind eindeutig und sehr laut zu hören. Und das Zuknallen der Tür war ebenfalls noch zu sehen. Alles in allem ein sehr aggressives Verhalten, was wir so nicht jede Woche in der Compilation sehen. Handelt es sich hier wieder nur um nachbearbeitete Töne und Fischerschnurren? Oder hat Michael all die dokumentierende Zeit über einen wahrhaftigen Poltergeist um sich? Ihr entscheidet.
Schon so manche von euch haben sich im Verlauf der Zeit Videos gewünscht, die Besetzungen bzw. die Besessenheit eines Menschen oder auch Tieres zeigen. Ehrlicherweise wusste ich nie so recht, ob man geistliche oder dämonische Besetzungen unter der Kategorie Geistervideos verbuchen kann. Denn einerseits besteht die Theorie, dass unter vielen Fällen, wo sich Menschen äußerst beunruhigend für Nichtbesessene verhalten oder zeigen, diese eben von einem Geist oder Dämon besessen sind, oder aber auch mehr die natürliche belassene Annahme, dass diese ohne Einwirkung einer tatsächlich anderen Entität aus einer anderen Ebene lediglich temporär geistig gestört sind. So streitet man doch aber auch bei diesen Fällen, genauso wie bei Schattensichtungen etc., über natürlich begründbar versus Übernatürlichkeit möglich. Schauen wir uns einfach mal diesen Fall an. Das kurze Video stammt vom TikTok-Account SumDemon, welche Seite danach ausschaut, als würde sie Clips von überall sammeln. Was für uns heißt, dass der Kontext mal wieder fehlt. Doch was wir hier sehen konnten, reicht allemal aus. Ob diese Überwachungskamera bewusst zum Beobachten des Schlafverhaltens errichtet wurde oder diese mehr dem Zwecke dient, Verbrecher beispielsweise auf Band zu fangen, ist unklar. Jedoch passt es zur ersten Vermutung, was etwa gegen 23.39 Uhr und 30 Sekunden geschah. Die schlafende Frau richtet sich auf und blickt für 4 Sekunden wie von einem Dämon besessen in die Kamera drein. Ein purer Gänsehautmoment, wenn man an das Übernatürliche und Besessenheit an sich überhaupt glaubt. Dieses TikTok-Video ist Standpunkt 1. August 2022 nach 4 Tagen mit beinahe 5 Millionen Aufrufen stark viral gegangen. Auf Wunsch eines Kommentars wurde dasselbe Video ohne Musik hochgeladen, welches mit bald 7 Millionen Aufrufen noch mehr Reichweite erlangen konnte. Könnt ihr etwas heraushören? Das einzige, was für mich hörbar war, war das anzunehmende Grundrauschen der Überwachungskamera sowie der Aufprall der Frau zurück auf die Matratze. Jedoch stark verzögert, weshalb ich davon ausgehe, dass Bild und Tonspur asynchron sind. Konntet ihr vielleicht mehr heraushören oder mehr sehen? Falls ja, dann gebt Bescheid. Nach dem besessenen Blick ist sie, wie wir sehen konnten, wohl wieder in einen normalen Schlaf verfallen. Was hingegen sonst noch so geschah, ist mir unbekannt. Vielleicht sehen wir bei der Viralität des Vorkommens bald mehr. Was meint ihr dazu? Das heimgesuchte Anwesen Gracely Oldhall ist sehr alt und für seine Spukgeschichten bekannt. Zusammen mit Sam und Rory vom Untersuchungsteam Project Entity erkundet Jade von Ghost Club Paranormal dieses geschichtsträchtige Anwesen mit verschiedensten Geräten, Instrumenten und Methoden. Zuvor haben schon Untersuchungsteams das Paranormale, paranormale Aktivitäten gemessen und Erschreckendes erlebt. Von schwingenden Lampen in der Küche bis hin zum wahllosen Werfen von Spielsachen im Keller ist einiges dabei. Was diese PU Combo an jedem Tage erlebte, schauen wir uns jetzt an. Yeah. How old is this place? For 1300s. So, about 700 something years old. So it's the oldest residential building in Wolverhampton, so. Have you got any messages for us? Because we're gonna be here for a while. We're gonna wanna make communication with whoever does live here. So you live here? There's a knock in the kitchen. Is there any stories going on in this room? This is where the pools of water appear. Wait, where's what? Yeah, where the pools of water. Oh, right. Right down, yeah. Okay. These are the beams where supposedly water dripped from them. The owner of the house was showing some guests around and they came into this room and there were puddles of water all over the floor. So they rushed upstairs. I mean, there's no running water upstairs. It's like a bath from it, no. But they rushed upstairs thinking it's somebody spilled a drink. No. And so they thought, well, that's weird. Came back down and the floor was bone dry. And that's happened quite a few times to quite a few guests, hasn't it? Yeah.
So that's actually the reason why this place is called the House That Cries. It's been deemed a phenomena. There's just these random pools of water that just show up and disappear as fast as they show up, and no reasoning behind it whatsoever. They've made documentaries and stuff like that, yeah, on it, they haven't have, they? Yeah, BBC documentaries, yeah, on this house. So it's well known, really well known. It's a nice little red pot holder, isn't it? It is. It's like it was made for it. Whoa! I wasn't even, yeah, like... Yeah, you were right here, weren't you? Yeah, I stopped right here, but it was the second I walked in here that just started going off. Rory und Sam erzählen uns etwas von der Geschichte des Hauses. So sei es schon über 700 Jahre alt und birgt mit dem hohen Alter gutes Potenzial für übernatürliche Vorkommen. Schon ziemlich früh ist angeblich ein Klopfen zu hören, welches für mich nicht hörbar war. Doch später gibt es in Bezug dafür Erschreckendes. Was jedoch zu hören war, waren die ersten Reaktionen des Ramparts. Sind die Seelen des Anwesens anwesend? Das Rampart reagiert noch viel öfter im Verlauf der Untersuchung. Wir gehen jedoch noch auf andere Dinge in dieser PU ein. Im zweiten Clip erklären sie uns, weshalb das Anwesen auch das Haus, das weint, genannt wird. So fängt es angeblich immer wieder unerklärlich von oben zu tropfen an. Nach dieser Erklärung zum Namen treten sie an den Essbereich heran, wo das Rampart schon bereitsteht und auch reagiert, sobald sie sich der Gerätschaft nähern. Zusätzlich war die Kamera beim Eintreten unscharf, was hingegen auch bloßer Zufall sein kann. Was gleich passiert, wirkt noch bedrohlicher. 3, 2, 1, go. Right, so we should have total sensory deprivation now. So Jade's just got her blindfold and headphones on. And Sam is in the other room as well, exactly the same thing. Things. What stupid things? You said stupid thing. Tell me, what is a stupid thing? Patrick? Luke. And Luke. Around. This is me talking, but I feel like there's somebody standing right next to me. Like, so close to me. So I can hear Sam in the next room, same as two words come into his mind, and he's hearing the words you. Is there anyone next to Jade? You okay? Holy shit. You okay? Yeah, sorry. I feel like there's somebody standing like this, like a man, like hovering over me, like looking over me like this. And then it, all of a sudden I just felt like this like touch on like my arm over here. Sorry, I'll jump back into it, but I'll keep an eye. Sam's just had something. I'm not too sure what he's picking up on. Your turn. Your turn, Sam's just said. Yeah, I just heard it again. Your turn. Door? Door while I'm standing in the door. I'm scared. Sam in the other room, I've just heard, he's saying he's feeling very cold on his face. The bed very slightly vibrated, just. So Sam thinks he's feeling something. If you're in there with Sam, can you tap him? Anything on his shoulder? You okay, Jade? Yeah, I need to take it off. Yeah, a bit much. It just keeps on feeling like there's somebody just getting in my face and in my face. Like, really, I can feel it. Like, I can feel there's somebody standing right. There's somebody standing beside me. It feels like there's a man right here, and he's standing like this, and he just keeps on doing like this. Like, he's like really close to my face, and then every now and then he'll go like this, and then go like. That, you know what I mean? Yeah. Like, he keeps on, like, it'll really intimidate it. If there really is somebody standing right here, spiritually, like, I'm asking you politely to fuck off. Something seriously affecting Jade. I'm done. Your eyes. Yeah. There was literally just a voice that came through. The second I said that, and it was like, it said something like, why? This is exciting.
Really? And it was really just, it was weird. And it was like the same English, like the why? Huh, this is exciting kind of thing like that. It was freaking weird. I'm done. Okay, so I'm going to tap this wall 3 times. If there's somebody in here, can you copy it for me? Right, now it's your turn. I swear I could have heard 3. Yes. Did you hear that? See, before you even said, now it's your turn. Right, now it's your turn. Yeah. Like really low level. No, I didn't hear it. No, I'm definitely hearing it. I'm hearing it, and it's almost like I'm feeling it as well, if that makes sense. Me too. Really? It's like a vibration. Yeah. Die Truppe probiert in 2 nebeneinander liegenden Räumen die Estes-Method zur Geisterkommunikation aus. Die Worte, die über die Kopfhörer kamen, waren zwar etwas rar gesät und nicht so eindeutig, jedoch stellte sich gänzlich anderes bei der Unternehmung mit Augenbinde heraus. Speziell Jade fühlt sich mehrmals bedroht oder beunruhigt von den Entitäten oder der Entität, die mit ihr kommunizieren. Was Jade zum endgültigen Abbruch führt, war eine direkte Frage an die Geisterwelt, welche Antwort darauf wohl zu angsteinflößend war. Etwas später in der PU bat Sam die Geisterwelt darum, das Klopfmuster, welches er gleich vormachen würde, zu kopieren bzw. nachzumachen. Und so geschah es auch. Mit erhöhter Lautstärke war die Klopfreaktion direkt nach Sams Klopfen zu hören. War das Zufall oder antwortete die Geisterwelt? Beachten wir die Lage, dass es ein sehr altes Anwesen sein soll und schon andere Teams zuvor erschreckende Ergebnisse sammeln konnten, so liegt die Vermutung durchaus nahe, dass einige oder alle Aktivitäten, die wir hier sehen und ihr unbedingt bei Ghost Club Paranormal nochmal voll für euch aufnehmen solltet, Links und Credits wie immer doppelt gemoppelt angegeben, tatsächlich aus einer anderen Ebene stammen. Was meint ihr zu dieser Untersuchung? Es sind immer wieder die minder qualitativen Fundaufnahmen aus dem Wald, die einen an Blair Witch oder andere Low-Budget-Horrorfilme erinnern und scheinbar echt sein sollen. In gleich abgespielten Videomaterial handelt es sich durch das Bandicam-Wasserzeichen um klar ersichtliche Aufnahmen, die um einige Ecken gewandert ist, bis sie hier ankam. So schreibt auch der Reddit-Nutzer Caligram, dass er oder sie diese Aufnahme vor einem Jahr auf Dailymotion fand. Was zum Kuckuck passiert hier? Eine vermutliche PU-Gruppe unternimmt eine Wanderung im Wald, die schief geht. Der Filmer ist hörbar aus der Puste. Aus welchen Gründen noch immer werden sie verfolgt? Möglich, denn in dieser einminütigen Aufnahme sind gleich 3 verschiedene oder die ein und dieselbe Entität in kurzen Zeitabständen zu sehen, welche am Ende der Aufnahme die Truppe zur Flucht führt. Zuerst sehen wir eine Gestalt mit 2 weißen, hell leuchtenden Augen. Kurz darauf eine heulende Frau, die sich hinter einem Baum versteckt und das Team zu stalken scheint. Eine letzte Erscheinung zeigt sich gebückt hinter einem Baum, bis sie final die Beine in die Hand nehmen und die Aufnahme endet. Hier fehlt wieder mal einiges an Kontext. Ist halt üblich für sogenannte Found Footage. Mitten in dem Clip ist jedoch ein kleiner Infotext eingeblendet, den ich wieder mal vom Google Translator übersetzen lassen habe. So steht hier, von Indonesisch auf Deutsch geschrieben. Eine der von den Kletterern mitgebrachten Kameras zeichnete deutlich das Erscheinen eines Geistes in einem weißen Kleid und langen Haaren auf. Kuntilanak.
Neben dem Bandicam-Wasserzeichen, das darauf schließen lässt, dass dieser Clip schon mal vor Zeiten mit der Bandicam-Software abgefilmt wurde, wurde ein persönliches Wasserzeichen des vermutlichen PU-Teams hinterlassen. So suchte ich nach Penkari Entity Crew und stieß auf diesen Twitter-Account. Was genau hinter der Aufnahme steckt, ob echt oder fake, ist am Ende wohl wieder unserer Einschätzung überlassen. Zumal die Qualität wieder pixeliger als Minecraft ist, sehen und hören wir hier irgendjemanden oder etwas, das anscheinend nicht so von dieser Welt sein kann. Nachstellbar wäre sowas hingegen durchaus. Was meint ihr, was hinter dieser Found-Footage steckt? Der YouTube-Kanal Haunted Luca präsentiert auf seinem Kanal einen kurzen Ausschnitt eines scheinbaren Abenteuertrips mit Freunden im Zugtunnel Dulaicha. Der Dulaicha Nationalpark liegt laut Wikipedia im Südosten des australischen Bundesstaates Queensland. Recherchiert man über die Google-Suche nach Dulaicha Paranormal Activity, erscheinen einem gleich ein paar Ergebnisse, die darauf schließen lassen, dass es in einem Railway-Tunnel in diesem Dulaicha Nationalpark spuken kann. Was wurde hier gesichtet? Siri still doesn't believe, fellas. Make her believe. Siri still doesn't believe, fellas. Make her believe. Bei der Quelle handelt es sich um ein 14-sekündiges Video. Die Originallänge beträgt hierbei gerade mal die Hälfte, also etwa 7 Sekunden. Es wurde also einfach nochmal wiederholt und das paranormale Subjekt eingekreist. Wir hören einen Mann etwas in den Tunnel schreien, so als würde er das Wesen des Zugtunnels befragen. Folglich müsste es schon davor Anzeichen gegeben haben, dass dort etwas ist. In diesem Ausschnitt zeigt sich etwas Unheimliches, das sich links im Bild zur Gruppe vorbeugt und sich wieder in Luft auflöst. Eine ganze Dokumentation zu dem, was davor und danach geschehen ist, konnte ich bis dato leider nicht einsehen. Vielleicht gibt es jemanden unter euch, der uns mit weiteren Informationen zum Dulaicha Railway füttern kann. War das, was wir gerade sehen und hören konnten, paranormal oder nicht? Was meint ihr? Das folgende Video stammt von Reddit-Nutzer Sputz. Bis auf, dass es sich um einen Skinwalker handeln könnte, ist kein weiterer Kontext geliefert. Dennoch sieht man im Video eine merkwürdige Begegnung. What the f- What the sh- I can't see shit. I can't see shit. Kinder laufen die Stufen zu einem düsteren Keller hinab. Dem vorderen Buben fällt eine leuchtende Kerze am Ende des Ganges auf. Es mag zwar nicht gut sein, dass die Jungspunde so viel in so kurzer Zeit herumfluchen, noch weniger gut ist jene Figur, die sich für uns schon vor den Jungs sichtbar macht. Vor dem Kerzenlicht sehen wir einen vermuteten Skinwalker umhertanzen, der sich unbemerkt an die Kinder heranschleicht. Zu ihrem Glück entdecken sie das Wesen und schlagen kurz vor Ende der Aufnahme zur Flucht auf. Was können wir hier sehen? Ob Skinwalker, Schattenkreatur oder ein einfacher Fake? Ihr entscheidet. I can't see shit. Die Angst vor Clowns ist üblich und auch irgendwie verständlich. Oft sind sie die Hauptfigur in den beliebtesten Horrorfilmen, wie beispielsweise S. Die TikTok-Seite The Clown Doll 5 hat sogar mir Angstgefühle hinterlassen. Wie der Name es schon verrät, geht es gleich um eine Clownpuppe. Jedoch, so viel zur Hintergrundinformation, habe der Herr der Seite dieses Haus kürzlich von seiner Oma geerbt, weil schon das Haus von Optik verrät, hey, hier ist Dreh- und Schauplatz für einen Horrorfilm, besser schlaf hier mal nicht, musste der TikToker jetzt natürlich doch genau deswegen einmal nächtigen und fing das hier ein.
das schwere Atmen des Filmers. Er liegt im Bett und die Clownpuppe behütet ihn gut vor schlimmen Albträumen, wie wir sehen. Es klopft. Der Filmer geht, wie wir es auch nicht anders erwarten können, nachschauen und findet nichts, denkt man. Während die Puppe anfangs noch mit dem Gesicht zum Bett gerichtet war, schaut sie den Filmer beim Wiedereintreten ins Schlafzimmer direkt an. Es klopft wie verrückt am Ende des Videos. Ein wahres Horrorhaus. Nun ist jedoch bei dieser auffälligen Extreme die ganz berechtigte Frage, ob echt oder fake. Es ist schon fraglich, warum man bei Echtheit sich das überhaupt antut. Es gehört allen Mut dazu, beim Vorhaben hier zu schlafen, die Puppe einen überhaupt so anstarren zu lassen. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass das vorliegende Material fake ist, dann ist es für meine Begriffe schon mutig, alleine die gestagte Sache durchzuziehen, egal was sich am Ende herausstellt. Es ist allemal eine gänsehauterregende Situation, die man sich absolut nicht wünscht. Dem TikToker nach handelt es sich bei dieser überlasteten Clownpuppe um eine Haunted Doll. Was denkt ihr darüber? Oftmals sind Hotels ein beliebter Anlaufpunkt für paranormale Phänomene. Speziell alte Hotels bieten da sehr gutes Potenzial. Es gibt auch Hotels, vorwiegend in den USA, die ganz besonders bekannt für ihren Spuk sind. So gilt das Crescent Hotel in Eureka Springs, Arkansas, als das am meisten von Geistern heimgesuchte Hotel in Amerika. Reddit-Account Charlie Vector hat eine kurze Aufzeichnung mit dem Handy vom Bett aus gemacht und das hier eingefangen. Girls Trip. Most haunted hotel in America, and my nightstand on the creepy door is my eyes shut. So early bedtime, looking for ghosts. Die Filmerin liegt im Bett, genauso wie eine weitere Person. Das Video macht den Anschein, ein kleines Update für eine Instagram-Story oder ähnliches zu sein. Girls Trip Baby! Tja, bei der Rundumaufnahme des Hotelzimmers ist der Dame auch tatsächlich etwas vor der Linse gelaufen. Einen Kommentar muss ich einfach hervorheben. Euphio Machine schreibt, entweder ist es ein Gespenst oder ihr Kleinkind ist gerade mit voller Wucht gegen den Nachttisch gerannt. Junge, das wäre so komplett gewesen. Naja, mir ist beim wiederholten Anschauen nebenbei aufgefallen, dass die Figur der möglichen Geistererscheinung oder das mögliche Geistermädchen, wie es in der Caption zumindest genannt wird, ebenfalls einen Schatten wirft, was man sehr gut mit etwas Verlangsamung erkennen kann. Einen Geist in America's Most Haunted Hotel zu fangen, scheint wahrscheinlich, doch der Schatten ist mir etwas suspekt. Versteht mich bitte nicht falsch, gefühlt jedes dritte Geistervideo zeigt einen Schatten, aber in dem Fall ist es immer nur dieses eine Schattenwesen. In diesem Fall sehen wir für wenige Frames eine kleine Figur mit vermutlich weißem Kleid und braunen Haaren. Vielleicht also eine Puppe oder doch ein kleines Geistermädchen. Ich übergebe wie immer euch den Richterhammer. Falls ihr Clips für mich habt, könnt ihr sie mir gerne an die E-Mail-Adresse meshtop5@gmail.com schicken. Bist du eine coole Socke, dann abonnier mit der Glocke. Und geht der Daumen nach oben, wird man dich loben. Seid ihr schon mal alleine während eines Umzugs in die frisch leergeräumte Wohnung und habt euch das nackte Domizil angeschaut? Ist schon irgendwie ein komisches Gefühl gewesen, oder? Was wäre, wenn plötzlich übernatürliche Dinge geschehen würden? Ihr wärt sicherlich froh, nun von dort auszuziehen. Kann sich doch der nächste Mieter mit dem Poltergeist rumschlagen. Macht ja nichts. Kommendes YouTube-Video von J. Will Rip bietet so eine Szene. Thank you.
Der Filmer läuft durch die leere Behausung. Ein schwer beschreibliches, komisches Geräusch ertönt, so als wären Kanalrohre verstopft. Oder ist das schon der Spuk? Etwas später, zur 40. Sekunde, als Mr. Rip das kleine Bad begutachtet, klatscht urplötzlich die Tür zu seiner Rechten zu. Komplett nachvollziehbar ist er erschreckt von der Aktion und zieht sich etwas zurück. Doch er nimmt wieder allen Mut zusammen und möchte nachschauen. So geht er zur gerade rabiat zugeschlagenen Tür und blickt in den Raum. Doch, wer hätte es gedacht? Da war niemand. Mit dem Kontext wurde mal wieder etwas gespart. Doch der Titel von mir von Französisch auf Deutsch übersetzt zu Heimgesuchtes Hausvideo? Das kriegen wir noch aus mit meinen mageren Französischkenntnissen. Freunde, ich weiß leider selber nicht mehr viel zu sagen. Der Uploader scheint dieses Vorkommen als paranormal zu empfinden, sonst würde das Video nicht so einen Titel tragen. Es ist auch schwer erklärt, denn die Fenster im Raum sind verschlossen, also keine Chance für einen Luftdurchzug. Eine Möglichkeit im Fake-Case wäre ein gut gesetzter Cut, wenn man jemanden zum Zuschlagen hinter der Tür positioniert hat. Gehen wir vom Real-Case aus, dann gab es bestimmt schon einen Ansatz für den Anlass der Aufnahme, vielleicht irgendeine Vorahnung, dass hier was Supernatürliches vor sich geht. Doch wer weiß, dazu fehlt eine Beschreibung oder einfach mehr Erklärung. Allemal eine unangenehme Situation. Folgendes Video kommt vom YouTuber Jojo Owens, welcher in der Beschreibung bekannt gibt, dass er und mehrere Gäste die Bewegung eines Schattens im Wohnzimmer beobachtet haben. Eines Nachts, als seine Frau schlief, hörte er ein Geräusch im Hinterzimmer, so wie angeblich jede Nacht. Doch diesmal sei er schlau genug gewesen und hat nach seinem Handy gegriffen, um das Vorgehen aufzunehmen. Schauen wir uns an, was er aufnahm. Jojo richtet die Handykamera so in einem Spielzeugtruck auf, dass wir vom Gang aus in das Hinterzimmer schauen können. Nach einem Cut, vor welchem der Uploader einen Infotext für die Zuschauer hinterlegt, sehen wir, dass das Licht in dem Zimmer an ist. Ob mit Absicht für einen Geisterfang? Davon können wir ausgehen. In etwa Sekunde 28 des Originalvideos können wir es sehen. Die Schattenbewegung, welche er und einige andere zuvor schon beweislos im Haus gesichtet haben. Nach diesem Fang steht Jojo auf, um im Zimmer, aus welchem der Schatten zu sehen war, nachzuforschen. Er findet nichts, was diesen Schatten hätte werfen können. Nachdem ich mir das Video ein erneutes Mal ansah, habe ich auch überlegt, was den Schatten denn geworfen haben könnte. Jemand oder etwas müsste direkt vor der Lichtquelle im Raum sich so aufplustern fortbewegt haben, um so einen riesigen Schatten zu werfen. Ansonsten hätten wir das Objekt oder den Körper am Türrahmen vorbeilaufen sehen müssen. Als Jojo ins Hinterzimmer lief, konnten wir auch ganz genau sehen, woher die Lichtquelle stammt. Ziemlich auf unserer Höhe und nicht an der Decke, wie es auch hätte sein können. Wurde etwas langsam darüber gezogen? Wurde der Schatten im Nachhinein eingefügt? Nach meiner Information ist es bei statischen Aufzeichnungen nicht einmal so schwierig. Doch es bedarf schon etwas an Grundkenntnissen. Wurden wir vielleicht wirklich Zeuge von dem, was der YouTuber und andere so Fragwürdiges zuvor sahen? Ihr seid die Richter.
Der Midwest Ghost Hunter fing etwas in einem anscheinend heimgesuchten Mausoleum am Friedhof Roselawn ein. Mit zwei Clips promotete der Mann hinter dem Kanal die Untersuchung auf Reddit. Auch verständlich. Wäre ich derjenige, der gleich zu sehen das auf Kamera eingefangen hat, hätte ich auch gewollt, dass das so viele wie möglich sehen. Seht selbst. Whoa, what the f- Oh my god. Oh my god, dude, I just caught a face. Holy shit. Oh my god. Dude, I just caught a face in there. Oh my god. I had just photographed this stunningly clear floating white face inside of the vault. Oh my freaking god, I gotta look at those. What's eerie is that the face appears to be smiling, much like the urban legend suggests. It is smiling. It's a smiling face. And I just captured it. This encounter left me stunned and fairly creeped out. But I was not about to leave. Geisterjäger fängt das Gesicht eines Geistes namens Smiling Jacks in einem Spukmausoleum ein, schrieb der Poster in die Caption über das Video. Wir sehen den Untersucher vor einer mit Mustern verzierten Tür, die in einen Grabraum führt. Der Untersucher macht Fotos mit Blitzlicht. Was auf einem Foto zu sehen ist, schockiert ihn. Er habe ein Gesicht eingefangen. Im Video für uns eingeblendet, das Foto. Auf der linken Seite des Fotos sehen wir eine nebelartige Erscheinung mit Gesichtszügen. Ist das der sogenannte Smiling Jack, wovon der Poster auf Reddit in der Caption spricht? Lächelnd oder lachend sieht das Gesicht auf jeden Fall aus. Doch wer ist der Smiling Jack überhaupt? Wohl angeblich eine urbane Legende des Ortes, welche möglicherweise in diesem Mausoleum spukt. Doch das ist nicht der einzige Clip, den der Midwest Ghost Hunter anzubieten hat. Jack, if you can hear my voice, I know you're here. Tap on this window. Tap on it just like this. I don't know, guys. It seems like he's gone. Oh. Scared the living daylights out of me. I have no words to describe what just happened. Smiling Jack is definitely in there. He's in there right now. After taunting this spirit to make its presence known, it finally did once more. I unfortunately was frightened to the point of calling it quits. However, I can at least say that I managed to capture this encounter on camera. I don't know, guys. It seems like he's gone. Begrabener Geist klopft schnell gegen das Buntglasfenster, schrieb der Poster zu diesem Clip. Unter diesem Post verrät der Untersucher auch in den Kommentaren zur Rechtfertigung auf eine Anmerkung, dass sie auf Geisterjagd gehen, aber wegrennen, sobald mal einer da ist, dass er alleine diese Untersuchung unternahm. Was man auch ahnen konnte, da neben ihm und dem Smiling Jack auch keine andere Seele zu sehen ist, da geht wie immer das Lob raus. Respekt, wer es selber oder in dem Fall alleine macht. Der Untersucher fragt den Geist des Ortes, ob er gegen das Fenster klopfen könnte. Tap on it, just like this. Er macht es der Präsenz sogar vor. Als der Untersucher gerade mit uns sprechen möchte, erfolgt die Reaktion und wir hören ein feines Pochen gegen das Buntglas. Nachvollziehbar schlägt der alleinige Untersucher danach zur Flucht auf und sagt aus, dass dort definitiv der gute Smiling Jack sein muss. Ist das nebelartige Gesicht vielleicht wirklich nur Nebel, der vielleicht aus der Kälte heraus entstand? Somit wieder mal Respekt an den Midwest Ghost Hunter, dass er die eiskalte Untersuchung im T-Shirt unternimmt. Können wir in dieser Nebelformation von Zufall reden, wenn wir darin sogar ein unheimliches Gesicht erkennen können? Nun mal spielt unsere Fantasie
sie auch verrückt, wenn wir mal ganz genau in die Wolken schauen? Das Pochen oder Klopfen am bunten Kirchenfensterglas? War das Smiling Jack? Oder könnte der Untersucher doch nicht so alleine gewesen sein? Ein Freund auf der anderen Seite des Buntglases hat lediglich auf das Kommando gewartet, indem der auf Kamera zu sehende Untersucher beispielhaft dagegen klopft. Kann das sein? Eine Unterstellung, die man nicht unbedingt machen muss. Wenn wir davon ausgehen, dass das uns Gezeigte ungestellt ist, haben wir hier eine wahrlich beunruhigende Aufnahme eines Geistergesichts und seine unerschrockene Reaktion mit Klopfen am Fenster. Schaut euch bei Interesse mehr auf dem YouTube-Kanal mit West Ghost Hunter an. Der TikToker Mafia300C ging mit einem Video, welches er seinen Hashtags nach als paranormal befindet, stark viral. Etwa fast 10 Millionen Menschen haben diesen Clip gesehen. Doch tatsächlich präsentiert uns der TikToker auf seiner TikTok-Seite nochmal mehr Sichtungen. Doch schauen wir uns erstmal das erste dieser Reihe an. Yeah, it's still there. Okay. What's happening with the lights? Because I'm, dude, I'm looking the lights are, the hallway, and the, I can't see, like, I literally see nothing. The lights are off right now. Oh, it just moved. It just moved. No, it did not. It just moved. It just moved. I just heard a weird fucking noise. Please don't tell me that as you said that. Dude, it just moved. Wir sehen Mafia außerhalb eines Gebäudekomplexes. Es ist Nacht und der Mond scheint grell durch eine dünne Wolkendecke. Wie wir sehen, ist das gefilmte Gebäude teils beleuchtet, was eventuell daran liegt, dass der Kollege Mafias, welcher mit ihm per Funk kurz geschlossen ist, zu der Zeit nach dem schaute, was wir hier auf Kamera sehen. Eine schwarze Figur steht im vierten Stock, wenn man das Erdgeschoss nicht mitzählt, vor einem Fenster und hat die Aufmerksamkeit der Securities auf sich gezogen. Es steht da, bloß wenige Sekunden im ersten Clip, bis es sich wieder aus dem Bild bewegt und verschwindet. Doch Mafia hat uns, wie schon erzählt, mit weiteren Clips aus wohl unterschiedlichen Schichten beliefert. Schauen wir uns das Phänomen mal weiter an. The light just turned on. It looks like a hallway light. Okay. The unit I was just in? No. From where I'm at, you remember where you seen them standing? Yeah. The light just turned off. Okay. It's still standing there. It looks sideways, though. It looks like it's like... And what does it look like sideways? The second one. Dude, it looks like two people in there. Two people? Yeah. You're filming it? Yeah. And what do you see? It looks like one just bent down. Okay. It's bending over. It looks like it's trying to pick up something. What? Okay, dude, you're not talking to me. It's getting taller. What? Really tall. What do you mean really tall? It's getting tall. It's moving sideways. Like it's leaning back and forth. You see it moving? Yes. Wieder mal führt eine schwarze Schattenfigur im wahrscheinlich selben Gebäude vom Fenster einen Auftritt vor. Was sehr interessant zu beobachten ist, ist, dass sich die Figur diesmal aktiver bewegt oder genauer gesagt sich nicht nur am Ende wegbewegt. Dadurch konnten wir neben des Bückens der Figur auch einmal inmitten des Clips eine komische Bewegung beobachten, für die ich keine Worte finde. Es scheint so, als sei die Erscheinung durch ein Wurmloch geschlüpft zu sein und wieder zurückgekommen zu sein. Was da jedoch wahrscheinlicher ist, ist die Theorie von folgendem Kommentar. Sky Castello schreibt, ich habe das erste geglaubt und jetzt sieht es so aus, als würde jemand eine Pappfigur bewegen. Trotz dessen scheint einer immer noch wegen der zitternden Stimme zu glauben, dass das echt ist. Tatsächlich nimmt Mafia in einem TikTok-Video auch diesbezüglich Stellung, in welchem er sich selber filmt. Zu diesem Statement kommen wir jedoch erst gleich. Denn nach chronologischer Abfolge des Geschehens gab es davor noch eine ähnliche Begegnung mit der Papp- oder Schattenfigur. The lights are off. It's gone. Oh fuck, I'm out of here. Oh, it's back on and still here. Lights are flickering on and off. Dude, I'm not even near that door anymore. Fuck this shit. Is it still there? Oh, the lights are off now. I don't see it. Mafia steht diesmal besonders nah dran oder hat zumindest besonders nah rangezoomt. Dadurch können wir an einer Stelle sehen, als das Licht anging, dass die Figur transparent zu sein scheint. Was ist das hier nun? Ein Schatten oder Pappenwesen? Fairerweise müssen wir uns Mafias Worte dazu auch anhören.
Alright, so I'm gonna try to make this really fast. So basically what happened that night, I got to the building to do my patrol. We're driving around the building. We look up at the building and the light on that fifth floor is on. And at that point, we see something standing in the window. And we're like, oh crap, somebody is in the building. They're not supposed to be in the building. And it didn't really make any sense because, you know, if they were to break in or something like that or already been in the building, the alarms would have went off because the alarms were set. So it didn't really make sense at that point. So, you know, I sit out there, make sure nobody comes out. He goes up there and we're on the phone the whole time. And he's asking if I still see it. And then the lights started flickering on and off once he started knocking on the door. And then it just completely vanished. That was the first video I posted. When it happened the second time, it was the same thing. I mean, we're driving around the building. We see it. Doesn't make any sense because it's the same thing that happened the first time. And then all that extra crap happened with something being thrown at the window and all. And I agree with you in the comments talking about, well, it sounds like he threw it because you could hear it on his side of the phone and it would sound muffled if, you know, he was on the other side of the wall. I agree with you there. But I have no knowledge about what's on the inside of that building because I've never been there. I only have access to the parking garage. I don't really know what to make out of it because none of it really makes sense to me. It just scares the crap out of me. So I more or less posted it on TikTok to try and see if I can try and find some type of answer for it. I didn't report it to my bosses at all because it was sounding funny. You know, hey, I got a video of this happening, but there's nobody in the building and the cameras haven't picked up anybody in the building but the security officer. I can't specify what building it is or where it's at in Tampa. Because, you know, I could lose my job if somebody finds out where it's at. And as far as the video that he took, he doesn't want to send me the video because he's scared he might get in trouble and lose his job because of the inside of the building and you can see him the whole time. So he really doesn't want to do that in case of losing his job, which is understandable because he has family. I know a lot of people are saying that it's a cardboard cutout or somebody else is in the building or it's some type of sheet or something. I mean, for something to be like that and be that transparent and move the way it does and just disappear out of thin air and walk through walls, basically, I mean, I just can't explain it. It doesn't make sense to me at all. I'm not going to say I believe in the whole paranormal thing, but I'm not going to say I don't. I'm more or less just respected for whatever it is. Really, after that night, I mean, it just stopped. Like, nothing else happened for the rest of the night, which is kind of odd. But yeah, I mean, like, if anything still happens, you know, I'll still record it, I'll upload it. But as of right now, we have no answers at all. I don't even know where to go or what to do about the whole situation because it just doesn't make sense. And that's currently where we're at, so that's the story time. Mafia und sein Kollege waren also auf Patrouille. Sie sahen an diesem einen Gebäude, dass das Licht im fünften Stock an war. Wo ich mal kurz reingerätsche, dass das doch, wenn man das Erdgeschoss nicht mitzählt, der vierte Stock sein müsste. Ist eigentlich auch egal, eine Diskussion für ein anderes Format, aber wisst ihr was? Sobald das Video für eine Stunde online ist, werde ich eine Umfrage im Community-Tab für euch alle stellen, ob das jetzt der vierte oder fünfte Stock ist. Genug. Wir kommen von der Bahn wie Berufspendler. Sie sahen also jemanden im Fenster. Die Figur, die wir in den verschiedenen Videos gesehen haben. In dem Gebäude dürfte jedoch keiner sein. Bizarre on top ist, dass der Einbrecheralarm nicht getriggert wurde, was ja wiederum für eine metaphysische Präsenz spricht. Mafia war dafür zuständig, dass keiner einfach so aus dem Gebäude rauskommt und sein Kollege ging mutig rein, um nachzuschauen. Das Licht habe andauernd geflackert. Als der Kollege angeblich an die entsprechende Tür klopfte, ist die Figur wohl völlig verschwunden. Das zweite Video sei, wie wir auch gesehen haben, so ähnlich wie das erste, jedoch mit dem ganzen Special Stuff. Etwas wurde zum Beispiel gegen das Fenster geworfen, was ich im angesprochenen Video nicht bemerkt habe, weswegen das wohl zuvor geschah. Für ihn macht an der ganzen Sache nichts Sinn. Er ist bloß verängstigt von der Geschichte. Wie versprochen sagt Mafia auch etwas bezüglich der Pappfigur-Theorie. Sein Statement ist, dass er so etwas Transparentes, was sich so bewegt, sich in Luft auflöst und durch Wände läuft, nicht erklären kann. Für ihn ist die Hashtag Paranormal Activity Bier ernst und lasst uns mal darauf eingehen. Ist der ganze Fall echt
oder gestaged. An sich sind Schattenwesen mit das häufigste, was man als sichtbare Erscheinung eines Geistes sehen kann. Ein bekannter, aber auch je nach Umständen leicht nachzustellender Ghost Video Case, wie man das auch nennen soll. Diese Wurmlochbewegung, sage ich einfach mal dazu, ist schon sehr eigenartig und wirkt auf mich auch eher wie als wäre das eine umgedrehte Pappfigur. Auf der anderen Seite schien der Filmer schon nervös. Was meint ihr zu dem Ganzen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Ein Mitarbeiter der Mexican Airline hat einen merkwürdigen Schatten im Flugzeug bei seiner Nachtschicht eingefangen. Ein Video von vor 5 Jahren machte Schlagzeilen in Mexiko, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern auf der Welt. So der Vorabtext von folgendem TikTok-Fund. Bis auf das wenige Taschenlampenlicht ist es völlig düster im Flugzeug. Der Mitarbeiter läuft die Gänge ab und durchleuchtet das Flugzeug. In einem Vorraum für Stewardessen macht er wieder kehrt. Mitten auf seinem Weg zurück hat man ein leises Geräusch, als wäre jemand gegen die Wand gekommen, weswegen sich der Mitarbeiter zum Vorraum zurückdreht und diese gruselige Schattenfigur auf Kamera einfängt. Eine schwarze, gesichtslose Masse erkundigt sich nach dem Mann im Flugzeug. Wie man zuvor sah, war dort aber niemand. Wurde ein geschickter Schnitt gesetzt oder haben wir etwas übersehen? Es ist nicht viel Platz in diesem Vorraum, also nicht viel, was wir übersehen haben können. Haben wir hier vielleicht wirklich ein Schattenwesen auf Kamera? Ihr entscheidet. Passend zur Besetzung der Frau aus der Wandergruppe haben wir hier eine weitere, höchst beunruhigende Besetzung einer Frau, wie es scheint, in der eigenen Wohnung diesmal. Es handelt sich leider wieder mal um keine nahbare Quelle, sondern um eine recht kontextlose Found-Footage. Doch das Hör- und Sehbare ist mehr als verstörend. Te amo mucho. Te extraño. Yo vengo a verte. Frau im Video scheint sich selber zu filmen, also entsprechend alleine zu sein. Nach der Übersetzung, die mir vorliegt, drückt sie hier jemandem die Liebe aus, sagt, dass sie die Person vermisst und besuchen kommt. Aus dem Nichts bleibt die Kamera, warum auch immer, im passenden Winkel liegen. Die Hände der Frau scheinen zu verkrampfen, so wie wir es aus Exorzistenfilmen kennen. Nun sehen wir auch die Tür zu einem anderen Raum. Die Frau gibt besessene Töne von sich. Der Schockmoment ist, als sich die Tür von alleine zuschlägt und die Frau höllisch aufschreit.
Voller Schreck stürmt die Frau aus dem Zimmer und flüchtet. Alles in allem hat die Situation den Anschein, als würden wir live beobachten, wie böse Energien versuchen, die Frau zu besetzen. Doch mit dem Schlag der Tür wurde ein Eigentor geschossen. Und mit diesem Weckruf nahm die Frau nochmal alles an selbstständigem Bewusstsein und rettet sich aus der Lage. Wiederum ist das ja auch eine Found Footage und bietet damit auch gute Vorlage zu sagen, dass das eine gestagte Sache ist. Jedoch allemal eine in echt furchterregende Situation, die man so schnell nie wieder vergessen würde. Was meint ihr? Wir sind unterwegs mit dem Kanal Archivo Extinto, welche sich in die sogenannte Universität des Todes einfinden. Aufgrund der Sprachblockade kann ich euch nicht viel an Kontext oder Informationen übersetzen. Jedoch erkennt man mit klarem Geiste, dass es sich um eine Erkundungstour in einem verlassenen Gebäude handelt. Es sei gesagt, dass ihre Funde dort euch mit Gänsehaut zurücklassen. Creo que lo vi, güey. Creo que lo capté. Creo que yo lo capté con mi cámara, güey. Gegenstände fallen ohne jegliche Erklärung um. Ob Wind, geschauspielert oder eine Präsenz, die ihnen auf den Fersen ist, wissen wir noch nicht. Eines steht jedoch fest, die Räumlichkeiten sind schon mal kein guter Ort, um von Präsenzen heimgesucht zu werden. Es bleibt also spannend. ¿Hay algo o alguien que habite este lugar? ¿Hay alguna entidad que habite este lugar? ¿Algún espíritu? ¿Hay algo o alguien que habite este lugar? No mames, no mames, no mames. Cámara 2, güey. Se vio algo allá, se vio algo allá. ¡Hola! ¡Hola! In einem großen, hohlen Raum bleiben die abenteuerlustigen Erkunder für einen Moment und stellen Fragen in den Raum, so als wäre die Erwartung, dass auch eine Antwort kommt. Und diese kam auch, mehr oder minder. Im Schein der Taschenlampe erkennen wir in der Dunkelheit eine schwarze Figur, die wie gebückt aus der Szene davonläuft. Die Erkunder bleiben just im Moment geschockt zurück. In der Wiederholung sehen wir noch besser, wer oder was sich klammheimlich davonschleichen möchte. Eine schwarze Masse. Vielleicht einen Meter hoch, die auf halbem Stockwerk, mehrere Meter von der Gruppe entfernt, sich sichtbar macht. Was haben sie da eingefangen? Ein Kumpel in schwarzem Gewand oder ein unheimliches, klar zu erkennendes Schattenwesen, das sie schon die ganze Zeit verfolgt? Ihr seid wie immer die Richter. Heftige Geisterjagd. Mein
Mein guter YouTube-Kollege Leon TV ist mit Namensvetter Leon, Tippgeberin des Ortes und Mod Katie, als auch dem chatbekannten Hubi unterwegs. Ziel der Gruppe ist eine verlassene, arabische Luxusvilla. Ein, nach Leons Worten, unfassbar großes Anwesen eines arabischen Ölscheichs. So sei dieses Anwesen weniger die Dauerresidenz, sondern vielmehr das Ferienhaus des Ölscheichs, welche jetzt verlassen ist. Ein Lost Place, welchen Leons Moderatorin Katie schon vor dieser Erkundung mit einer anderen Gruppe besuchte. Neben komischen Dingen, die für die Gruppe dort geschahen, ging das alles so weit, bis jemand sogar verletzt wurde. Gründe genug, um heute Nacht dem Mysterium der Luxusvilla auf die Schliche zu kommen. Es geht auch schon vor der eigentlichen Ankunft gut los. Wir befinden uns hier. Alter, ja. Leute. Können wir mal alle Flugmodus reinmachen, weil das EMF-Spiel schon verrückt. Voller Ausschlag. Sag ich doch, Leute. Ey, gerade Gänsehaut. Also wie gesagt, wir befinden uns auf dem Weg zu einer verlassenen Villa, einer arabischen Villa. Hier hat mal ein Ölscheich drin gelebt und es soll noch viel drin rumstehen. Und ey, sie hat hier so kranke Erlebnisse und deswegen werden wir hier heute eine paranormale Untersuchung machen. Ich bin so ultra gespannt, aber erstmal müssen wir hier diesen Weg entlang kommen. Leon möchte gerade uns Zuschauern just im Moment vorm Vorhaben erklären, was Sache ist. Doch Katie gerätscht direkt mit einer ziemlichen Unannehmlichkeit rein. Das EMF schlägt aus. Recht deutlich. Noch vor der richtigen Location. Bis hierhin ist noch nicht klar, wer alles noch nicht sein Handy in den Flugmodus geschaltet hat, weswegen der EMF-Ausschlag hier leider nicht allzu aussagekräftig ist. Dies ist aber erst der Anfang. Durch einen Tunnel verschafft sich die Gruppe Zugang zum Anwesen. Der Weg dorthin scheint ein abenteuerlicher und vielversprechend. Jedoch nicht zu viel. Denn was kommt, hat es meiner Meinung nach in sich. Final vor der Villa stehend, hinterlässt das Anwesen einen beachtlichen, unheimlichen Eindruck. Nervenkitzel ist garantiert. Zuerst erkunden sie das Erdgeschoss des Anwesens. Es stellt sich ein chaotisches, respektlos behandeltes Lost Place heraus, verlassen und von seiner Geschichte eingeholt. Bei der Erkundung in den oberen Geschossen wird es zunehmend gruselig. Stellt euch einfach mal vor, ihr habt vielleicht ein Haus oder so und sterbt irgendwann, es kümmert sich keiner mehr, es wird ein Lost Place und dann wird da alles verwüstet, alles aufgedeckt, Leute kommen hin, bumsen da rum. Ja. Hier auch nochmal ein Bild, welches sogar echt creepy aussieht. Krank. So. Nee, dafür ist die Decke zu tief. Nee, gar nicht, aber das andere, wo der am Spülen war, war unten. Ne. Warte mal, jetzt habe ich... Boah, mein Herz. Ah, ich habe irgendwas gehört. Ist wenn irgendwas runtergefallen ist oder so? Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt wahrscheinlich wieder nach unten und können dann im Wohnzimmer da die paranormale Untersuchung starten. Was ist los? Nein, die Augen sind verstellt. Also ich habe jetzt nicht gesehen, wie sie sich verstellt haben, aber die waren eben anders. Das rechte war nach unten, wir zeigen das linke nach oben, die gucken jetzt quasi gerade. Warte mal, ich habe die vorhin genau aus dem Winkel gefilmt. Die Leute können ja jetzt mal nochmal zurückspulen und sich genau die Szene angucken. Kann jetzt sein durch die Treppe, dass wir die bewegt haben und die Augen sich bewegt haben. Ne? Dreht mal ein bisschen gegen die Puppe. Gegen die Puppe selber, ob die Augen sich dadurch... Auf. Oh mein Gott. Ja, ja. Ja, okay, dann wird das von der Treppe sein. Während die Gruppe Fotos in einem Zimmer der oberen Stockwerke begutachtet, ist plötzlich ein unerklärliches Geräusch aus demselben Stockwerk zu hören. Ein Zeichen, dass sie nicht alleine sind? Auf dem Weg die Treppen hinunter fällt dem Mituntersucher Hubi die Puppe auf, dessen Augen ihm verstellt vorkommen. Dieselbe gruselige Puppe, die ihnen beim Treppenaufstieg aufgefallen ist. Doch die vielleicht verstellten Augen könnten durch das Laufen auf den Treppen so gerichtet sein. Auch wenn die Puppe zugegebenermaßen schon wie eine Haunted Doll aussieht. Die gleich anstehende PU am Kamin, im Herzen der Villa, könnte gegebenenfalls mehr Aufschluss über all den Spuk geben. Wir bereiten gerade das für die PU vor und plötzlich schlägt das EMF aus. Guck, guck. Wir haben alle Handy auf Flugmodus, ne? Ich glaube, wir sind schon vielleicht nicht alleine hier. Zumal es auch extrem unregelmäßig ist. Falls du hier schon bei uns bist, oder hier jemand bei uns ist, du kannst gerne das K2-Meter, welches auf dem Boden liegt, ausschlagen lassen. Bist du hier bei uns? Okay, das fasse ich mal als Ja auf. Hast du hier gewohnt in dem Haus? Wenn ja, lass das K2-Meter ausschlagen. Ist jemand hier bei uns? Das wird mir kalt. Hol mal. Nimm das mal. Neben mir.
Gänsehaut, siehst du? Der nicht. Es hat angefühlt, als würde so ein ganz kalter Zug von, wie du gesagt, von dir, darüber. Katie sagt, neben mir wurde es plötzlich das ganz cool. Neben Katie, aber das ist schon von der Lampe. Und Katie ist schon. Noch zur Vorbereitung der PU. Also bevor es eigentlich richtig losgehen sollte, schlägt das EMF schon wieder an. Diesmal sei gewiss, dass jeder sein Handy im Flugmodus habe. Und selbst wenn nicht, liegt das EMF meiner Einschätzung nach entfernt genug, um keine Frequenzen von Smartphones anzuzeigen. Einen Moment später wird es Katie kalt. Ein Arm habe Gänsehaut, der andere nicht. Eine Art intuitive Vorahnung von dem, was mit ihnen dort lauert. Hast du das Grab mit meinem Handy? Wurde mein Handy zum Hängen gebracht? Ja. Hast du gefilmt? Er hat mein Handy zum Ausschlag. Siehst du? Jetzt ist mein Handy ausgegangen. Dein Handy ist jetzt ausgegangen? Ja. Eben fing's an, als... Wie viel Prozent Akku hattest du jetzt gerade? Gerade eben noch 9. So. Dann habe ich aber ausgemacht. Ich habe ja Flugmodus drin. Aber ich konnte gar nichts mehr drücken. Erst ist die Tastensperre reingegangen von selber. Dann wieder raus. Dann hatte ich die Kamera geöffnet. Dann habe ich gefragt, ob er das war, und dann ist das Ding ausgeschlagen. Aber komplett. Oder gerade Energie? Also hören. Hören. Er hört uns. Also Energie gewinnen kannst du auf jeden Fall, wie gesagt, auch durch die ganzen Geräte. Warte mal. Vielleicht sollen wir hören. Ja. Wir hören dir zu. Was sollen wir hören? Ich hab was gehört, Alter. Oh mein Gott. Jetzt kriege ich auch Gänsehaut am ganzen Körper. Oh mein Gott. Hast du das? Okay, das haben wir auf jeden Fall eindeutig alle gehört. Glänzend. Glänzend. Irgendwas reflektiert. Leon stellt die Spiritbox zur Verwendung richtig ein, als Katie die Präsenz im Raum befragt, ob diese ihr Handy zu hängen gebracht habe. Noch im Clip geht Katies Handy aus, obwohl sie gerade noch 9% Akku hatte, für mein Verständnis quasi so, als hätte sich die Präsenz in das Handy zum Energiesaugen eingespeist und hat das Handy schlussendlich komplett ausbekommen. Später, als die Spiritbox zum Einsatz kommt, stößt diese einen brisanten Hinweis aus. Hören, sie sollen hören, bemerkt Leon. Im Augenblick der Stille kann man ein Poltern aus der Gegend vernehmen. Kurz nach dieser möglichen Zeichengabe der Anwesenheit der Präsenz gibt die Spiritbox wieder etwas Nahbares aus. Glänzend. Und das passt, da Leon mit Blitzlicht Fotos schießt, wofür es logisch quasi kurz glänzen muss. Die Stimmungslage in der Gruppe einigt sich allmählich. Neben wahrgenommener Wärme oder Kälte steigert sich bei Lea nach dem Gepolter das komische Gefühl. Und es wird wieder kalt. Hey, was ist das? Was? Sie sehen dort. Wo sehen wir? An dem Gerät, auf dem Tisch. Das Essen am Esstisch. Ich hab doch eben noch... Am Esstisch? Am Essen. Das ist Essen. Das richtig? Das dass Essen du am Esstisch am bist? Sie sehen dort, tönt aus der Spiritbox. Was sehen Sie wo? Das Essen, also am Esstisch. Können Sie den Geist am Esstisch sehen? Auf dem Blitzlichtfoto, welches Leon kurz darauf schießt, sehen wir nichts. Doch eine andere Kamera, die Thermalkamera, filmt im Verlauf der PU eine seltsame Figur am Esstisch, die Sie sich nicht erklären können. Ein kalter Fleck, in ziemlich menschlicher Form, der laut Leon vielleicht darauf hindeutet, dass es sich hier um etwas Paranormales handeln kann. Im Laufe der Zeit mache diese Figur den Anschein, als würde sie Ihnen näher kommen, was meine Meinung dazu ist. Ein brutaler Hinweis auf paranormales Vorgehen auf unserer weltlichen Ebene. Wie auch Leon in seinem Kommentar am Ende über den Thermalkamerafund sprach, ist es wie immer eine Sache der eigenen Interpretation. Die Spiritbox-Hinweise zu wohl Sehbarem am Esstisch und der später enthüllte, kalte, menschliche Fleck auf der Thermalkamera sind mir zu viele vermeintliche Zufälle. Und ich behaupte, Zufälle gibt es nicht. Wie immer kann man gefälschte Geschichten auch hinter aufwendigen Untersuchungen vermuten. Sollte man keine beweisgebende Auffälligkeit finden,
Entscheiden ist es die Sache des eigenen Gefühls, der eigenen Intuition, was man darüber denkt. Ich selber halte Leon TV für authentisch und ehrlich, ebenso auch sein Team. An der Stelle möchte ich mich bei Leon und seiner Gruppe für diese hochinteressante Untersuchung bedanken und rufe euch Zuschauer dazu auf, das ganze Video für euch selber nochmal in Ruhe anzuschauen. Links und Credits sind wie immer im Video selber eingeblendet und in der Videobeschreibung angegeben. Geistersichtung 2009. Wir sehen gleich eine Gruppe Geisterjäger aus 2009, was sie vor 13 Jahren einfingen, lässt einem das Blut einfrieren. Der YouTube-Kanal LightAge6 postete am 30.09.2009 ein Video mit dem einfachen Titel Ghost Sighting, also Geistersichtung, und schrieb dazu, dass seine Freundin wegen eines Geistes völlig ausgeflippt sei. Seht selbst. Jesus Christ! What? Oh my God! What, Emily? Help! Are you alright? What's wrong? Are you alright? He just said something. Didn't I see that? No. He just moved. I heard him say something. Yeah. Oh my God! Emily, don't worry. He just said something, that's all. No, I saw it. I saw it. What? Fuck! Are you alright? No, there was a girl in a blue dress walking towards us in from that room. Which room? Which room, Emily? That room over there. Maybe you should go. No, she's... Anwesend sind vier Frauen, ein Mann und logisch noch der Kameramann. Doch die vordere Frau auf der linken Seite hat etwas gesehen. Sie hat das gesehen, was wir auch auf Kamera sehen konnten. Völlig geschockt und verängstigt reagiert sie auf ihre bis hierhin alleinige Sichtung. Ich sah es, sagt sie. Was sie sah, war laut ihrer Aussage ein Mädchen im blauen Kleid, die zu ihnen lief. Im Video selber sieht man im Raum hinter ihnen ein Mädchen in einem weißen Kleid. Doch egal welche Farbe, es ist totaler Horror. Was meint ihr zu dieser Sichtung? Mögliche Geistersichtung im Kinderkrankenhaus von Los Angeles. Das Video stammt vom Instagram-Account eines Freundes. Daher habe ich die Informationen geschwärzt, um ihre Identität zu schützen. Das Personal gab eine Abschiedsparty und nahm eine unbekannte Person in der Aufnahme auf. Mein Freund sagte, dass niemand wusste, wer es war. Schreibt Reddit-Nutzer und Poster des Videos Arachnid Altruistic zu folgendem. I see it. You see that? Yeah. The next clip is of Hay. That's the person that does not exist. And then scrolling. And then it's gone. Disappears. He disappears. You kind of see a little shadow there pop up and gone. And then all you see is Wendy's body. Interesting. But his face, if you go a little slower, you can see it completely. Let me go to this frame. There, you can catch his face. Yeah. That's interesting. I scroll all the way down. And then he's gone. I want to look at the shadow. And the shadow pops up right here, there, and gone. It's not Wendy's shadow. Yeah. Wir sehen eine Abfilmung eines Instagram-Posts. Es scheint ein geselliges Zusammenkommen zu sein und eine der Personen wollte dieses bizarre Video vorzeigen. Es ist auch wirklich seltsam. Ein Mehrfachposting zeigt Unbehagliches, was wir im Video genau dadurch erkennen, dass die Person mit dem Finger beim Swipen noch dranbleibt. Ein Gesicht, das dort nicht sein dürfte. Diese Person sei dort angeblich nie gewesen. Im Video selber sieht man es ganz kurz und zwischendrin nochmal als Schatten, der dort einfach nicht sein dürfte. War dort trotzdem jemand? Und uns wird ein falsches Spiel verkauft? Oder sehen wir hier wirklich etwas Paranormales? Wir dürfen nicht vergessen, dass dies in einem Kinderkrankenhaus aufgezeichnet wurde. Ein Ort, wo Leute regelmäßig versterben. Wie könnte das Gesicht jedoch natürlich begründet dort aufgetaucht sein, wenn dort denn niemand war? Vielleicht kennt ihr die Antwort. The Backrooms. Der YouTuber Urbexel filmte eine einsame Tour durch ein altes, mysteriöses und verlassenes Gebäude. Er selber beschreibt diese Lokalität als The Backrooms, da diese Räumlichkeit eben Vibes wie diese Backrooms für ihn abgeben. Naja, fest steht, er ist alleine und unwissend, was ihn dort erwartet. Hell's door. That's kind of creepy.
Still gotta go down there too. Did you hear that? That was loud. Auf der Wand wird wohl auf den Zugang zur Hölle hingewiesen. Was wir nach der Entdeckung erleben, bestätigt das eventuell. Erwixel läuft weiter vor und erkundet die lange, leere Halle, bis plötzlich ein Knall zu hören ist. Was auch immer es war, es hat nicht nur ihn erschreckt. Kurz nach diesem lauten Knall aus einem anderen Raum können wir in der statischen Kamera, rechts unten eingeblendet, eine wüchige Figur in Urwechsel hineinlaufen sehen, welcher passend zusammenzuckt, als wäre ein Geist oder eine Seele in ihn eingetaucht. Doch ist diese Seele guter Natur? Sollte alles echt und ungefälscht sein? Eher nicht, denn was darauf passiert, ist unangenehm. Macht Halt, da ihm kurz nach dem Knall und der sehbaren Präsenz unglaublich schlecht wird. Man kann ganz klar hören, dass es dem armen Mann absolut nicht gut geht. Kann es sein, dass die Präsenz, die auf der Staticam sichtbar für uns war und auf welche Urbex reagierte, ihn bei der Eindringung oder zumindest Berührung beeinflusst hat, sodass es ihm nun speiübel ist? Wenn nicht, weswegen sollte es ihm sonst schlecht gehen? Ansonsten ist es Schauspielerei der guten Schule. Viele von uns wären spätestens an der Stelle unserer Gesundheit wegen schon raus, hätten abgebrochen und versucht uns einzureden, dass es da mit der Sichtung und dem Übelwerden keinen Zusammenhang gibt. Doch der Lost Place Explorer setzt noch einen drauf und macht noch einen kleinen Durchlauf, bis er die Aufnahmearbeiten an diesem Ort aufhört. Kurz vorm Schluss zeigt Urbex in einer Rückblende, was man sonst noch neben der milchigen Figur, die er scheinbar spürte, in den Aufzeichnungen derselben Steadicam sehen konnte. I guess I see, guys. Guess I'm gonna just pack up. Pack my stuff up and get out of here.
zwei roten Pfeilen hebt er zwei mögliche Anomalien vor der persönlichen Attacke oder Berührung hervor. Ein kleiner, hell leuchtender weißer Punkt fliegt in Richtung der Kamera. Und etwas daneben, so wie es aussieht, etwas weiter hinten im Raum, formt sich etwas in den Frames ein wenig komisch. Zum weißen Pünktchen kann man vieles hindeuten. Für viele ist es nur Staub, ein Zufall, ein zufällig dickes Ding, was nichts mit dem Paranormalsein zu tun hat. Whatever. Das zuletzt beschriebene. Die komische Frame-Verformung, nenne ich das mal, kann auch der Qualität wegen so erscheinen und muss nicht direkt ein Geist sein. Auch wenn die Stelle und Erscheinung zu dem passt, was Urbex wortwörtlich hautnah erlebt. Im nächsten Cut sahen wir nochmal die Situation vom Anfang ganz deutlich. Die Geistererscheinung baut sich ein paar Meter hinter Urbex auf, läuft zu ihm und löst sich wieder auf. Hat die Erscheinung sich wirklich aufgelöst? Denn wenige Sekunden nach dem Verschwinden der Erscheinung taucht ein erneutes Mal eine unerklärliche Kreatur auf, die am vorderen Torbogen uns und Urbex zu stalken scheint. Ist es dieselbe Erscheinung? Schreibt mir gerne eure Theorien dazu. Was auch immer ihn berührte, sich auflöste und danach am Torbogen erschien, es soll noch nicht das Letzte in dieser Lost Place Erkundung sein. Ganz zum Schluss macht Urbex Hill eine wahnsinnige Entdeckung. So sollte sie auch echt sein. Ihm fielen diese Art Schächte auf, enge Tunnelsysteme, in welche er mit seiner hellen Taschenlampe hineinfilmte. Was er einfängt, ist völlig erschreckend. Eine schwarze Masse am Ende des Tunnelgangs sehen wir auf Video von links nach rechts flüchten, als habe das Wesen sich erwischt gefühlt. Ist es wieder dasselbe Wesen von vorhin oder schlummern doch mehr Entitäten in diesen gruseligen, verlassenen Wänden? Die erste Sichtung, die milchige Erscheinung hinter Urbex, wirkt real, denn passend zu dem Moment, wo die Erscheinung hinter ihm sich auflöst und Kontakt zwischen beiden herrschen müsste, reagiert Urbex laut und offenbar. Somit ist die zweite Entdeckung, wenige Sekunden nach der ersten, durchaus auch damit erklärbar, dass es dieselbe Form an Energie ist, die sich etwas entfernt hält. Ansonsten heftig, wenn ihn gleich zwei Entitäten bedrohen. Bedrohen deshalb, weil seine Reaktion, wie wir im zweiten Ausschnitt sahen, nicht gerade angenehm war. Man könnte das sogar schon als Beweis für die Anwesenheit von einem Dämon sehen, eben wegen dieser negativen Wirkung. Noch bizarrer macht alles die Sichtung der schwarzen, flüchtenden Masse am Ende des Minitunnels. Ist das dieselbe Kreatur, die Urbex verfolgt? Die gesamten Vorfälle könnten echt, aber auch fake sein. Im Fake-Fall wurde das ja schon sehr gut dargestellt. Ist das gezeigte echten Ursprungs, dann sind das wahrhaftig erdrückende Aufnahmen, die einen vor jedem Eindringen in ein Lost Place warnen sollten. Der Urban Explorer, Urbex Hill, wagt sich zurück in das verlassene Gebäude, das er selber als die Backrooms bezeichnet. Zugegebenermaßen wirkt der Ort auch ohne jenseitsliche Aktivität unheimlich. Doch würde es nur bei diesem schaurigen Anblick des Ortes bleiben, gäbe es keinen Grund, den Folgeteil der Backrooms-Erkundung hier aufzuführen. Das letzte Mal geschahen erschreckende Dinge, die ihr in der Top 8 von neulich oder bei Urbex selber euch ansehen könnt. Befassen wir uns nun aber damit, was hier geschieht. Seid vorsichtig. Urbex betritt einen leeren, abgenutzten Raum. Ein Knackgeräusch ist zu hören. Doch es ist an der Stelle unklar, ob dies von Urbex oder wem völlig Ungeahntes stammt. Ein Hinweis dafür, dass etwas anderes anwesend ist, ist die unerklärliche Stimme, die man hier hören kann. Möchte die Präsenz Urbex warnen? It's still really cold in here. Look, you can see my breath now. Look.
Like, that's how you know I'm not lying. But look, I'll do it out here. You don't see my breath. But as soon as you come in here, oh my God, it's freezing. As soon as you come in here, I don't know if the camera can see that, I hope so, but that's crazy. In einem langen Gang ist ein erheblicher Temperatursturz zu merken. Urbex führt uns vor, wie an der einen Stelle sein Atem sichtbar wird und an der anderen nicht. Ein weiterer Hinweis auf paranormale Aktivität bzw. Geister. Läuft den eiskalten Gang entlang. Ihm fällt eine Leiter nach oben auf. Plötzlich fällt etwas auf den Gitterdeckel. Urbex sprintet aufgeregt davon, nur um in der Halle den Verursacher nicht auf Kamera zu bannen. Doch dabei bleibt es nicht. Als Urbex sich dazu entschloss, eine Verschnaufpause zu machen, geschah das Unglaubliche. Für einen Moment an einen Punkt hin und scannt die Umgebung mit der Kamera. Aus dem Nichts haut ihn eine unsichtbare Kraft komplett weg. Mit solch einer Wucht, dass Urbex bewusstlos wurde, völlig nachvollziehbar, war dies dann auch das Ende der zweiten Untersuchung des verlassenen Ortes. Wer sich an die Geschehnisse des ersten Teils erinnert, kann logische Schlüsse aus dem Ganzen ziehen. Gehen wir davon aus, dass hieran nichts gestellt ist, dann möchte eine äußerst kraftvolle Entität Urbex nicht an diesen Ort haben. Die unerklärliche Stimme zu Beginn des Videos gibt den Auftakt der paranormalen Aktivität. War das ein Warnruf?
Oder fehlinterpretieren wir bloß einen Wind? Der Aufprall an der Leiter könnte genauso von einem Tier stammen, hat auch Urbex erwähnt. In dem Fall ein wortwörtlicher Zufall, dass Urbex genau in dem Moment die Aktion filmt. Nur das zuletzt Geschehene hinterlässt eine verfolgbare Spur von Paranormalem hinter den ganzen Aktivitäten. Schaut man sich auf der Zweitkamera den Wegstoß von Urbex genau an, erkennt man, was für eine Power dahinter steckt. Also entweder ist Urbex ein verdammt guter Schauspieler oder er war wirklich nicht allein. Was denkt ihr, sucht diesen Ort heim? Die Schule ist einerseits ein Ort zum Lernen und für das Pflegen sozialer Kontakte im frühen Leben eines Menschen. Andererseits verbinden einige Menschen auch Panik und Angst mit der Schule aufgrund von Mobbing oder Prüfungen. Diese Schule in Peru erzeugt jedoch keine Angst auf die übliche Weise. Vielmehr hinterlässt sie den Eindruck, nicht sicher zu sein. Aus Gründen, die über unserem Verstand hinausliegen. Der YouTuber Dark Elias lud im Oktober 2014 eine rätselhafte 4:3 Aufnahme einer peruanischen Schule hoch, die Gänsehaut erzeugt. Ah, su casa, tanto se demora mi viejo y mi vieja. Ta madre, han salido, no llega a casa. Ta madre. Pero rato, pero tenemos que limpiar, casa. Yo estoy solo acá, que chucha. ¿Quién me va a ayudar? O sea, huevón, pe. Acabo de bloquearnos grabando, weón. Ay, ay, qué pedo, batería. Vaya, va. Corre. Paso. Chequera, ven, chequera. Vamos a ver, rato, ¿cuál es esto? Vamos, ven, chequera. ¿Cómo está, Martín? ¿Cómo está, Martín? ¿Cómo está, Martín? ¿Cómo está, Martín? Ven, chequera. Oye, ahora, weón, mira. ¿Qué? Se prendió la luz, weón. Lucho, no seas huevón, no. Ya vi, huevón, no seas tarado. Oyara, Lucho, no. Uy, oh, concha de tu madre. La dos, huevón. Uy. No, no, qué chivolo, huevón, vamos a ver. No seas huevón, no. O no seas huevón, no. Oyara, no. Puta madre, no, oh, vamos a ver, mierda. Ah, puta, no seas huevón. ¡Oh! ¡Concha tu madre! ¡Se abrió la puerta, weón! ¡Oh, ya, no! ¡Oh, weón! ¡Corre, corre! ¡Qué chucha! ¿Qué fue esto? ¡Oh! ¡Corre, weón! ¡Corre! ¡Oh, ya! ¡Oh, corre! ¡Por eso, weón! ¡No! ¡Qué chucha! ¡Oh, ya! ¡Oh, corre, weón! ¡Corre! ¡Oh! ¡Uy, la silla! Oh, Lucho, me dio miedo. Oh, no prender la luz. Oh, Lucho, ven, ven, corre. Corre, mierda. Con ese huevón, Lucho. Corre, Lucho de mierda. Vamos ya, huevón, tienes que entrar con mierda. ¡La madre! ¡Oh, oh, concha tu madre! ¡Oh, Lucho, corre, concha tu madre! ¿Dónde vamos? Oh. ¡Oh, escucha, tu madre! ¡Corre para abajo! ¡Corre para abajo, weón! ¡Corre! ¡Concha tu madre! ¡Oh, Lucho, no está huevón, Lucho! ¡Ay, Lucho! Zwei junge Männer unterhalten sich mit dem Blick auf die mit Straßenlichtern durchflutete Stadt. Wenn hier Zuschauer der gesprochenen Sprache mächtig sind, dürft ihr in den Kommentaren gerne Übersetzungen zur besseren Verständnis des Videos dalassen. Das Video beginnt so richtig, als die beiden Männer um die Ecke zum Schulinnenhof liefen. Der Filmer zoomt auf eine Klassenzimmertür auf der anderen Seite des Schulgebäudes. Ist ihm schon etwas aufgefallen? Die Lichter in diesem Raum fangen an zu flackern. Auch im Klassenraum daneben werden die Lichter an- und ausgeknipst. Entgegen jeder vernünftigen Annahme sprinten die zwei jungen Männer in Richtung der rätselhaften Action und forschen nach. Kurz vor deren Ankunft öffnen sich beide Türen zu den angeblich menschenleeren Klassenräumen. Etwas pfeffert aggressiv Stühle aus den Klassenräumen, was die Männer allmählich zur Flucht aufschlagen lässt. In einem anderen, vielleicht nicht so bedrohlichen Klassenzimmer finden sie Zuflucht. Doch auch von dort werden sie wegen eines unerklärlichen Geräuschs verjagt, so als hätte jemand etwas verschoben. Ein letzter Gegenstand wird während der Flucht vom Schulgebäude vor ihren Augen wie von Geisterhand auf Kamera bewegt. Welcher Gegenstand wegen der Qualität schwer zu identifizieren ist. Gekreische im Hintergrund festigt die Annahme einer schrecklichen Heimsuchung. Wurden diese zwei
jungen Männer Zeugen einer Heimsuchung auf der Hand liegt, dass sicherlich viele ihre Schulzeit verachten und auch dementsprechend den Ort verfluchen. Doch würden diese ehemaligen Schüler ihre alte Schule nach ihrem Ableben deswegen wieder aufsuchen, um anderen Menschen Angst einzujagen? Zu bezweifeln ist es, da bis auf eine Aktion jede andere meiner Meinung nach leicht nachzustellen ist. Das typische Lichtflackern erklärt sich schon damit, dass wir nicht die Räume von innen begutachten durften. Ob sich dort jemand aufgestellt und versteckt gehalten hat, haben wir nicht gesehen. Ebenso wenig sahen wir, wer die Stühle aus den Räumen warf. Das Geräusch im Klassenzimmer war zwar der Trigger zur endgültigen Flucht im Video, jedoch nicht der klare Beweis für paranormales Treiben im Schulhaus. Was auf Kamera jedoch etwas schwerer zu erklären sein dürfte, ist diese Art Besenstiel, die dort am Boden von Geistern rumtänzelte. Ist hier der magische Faden von der Ferne aktiv? Oder ist das mehr der Hinweis darauf, dass das doch alles echter Spuk auf Band ist? Das Verhalten der Spukopfer gibt eventuell etwas zur Andacht, denn erst gehen sie bei geisterhaften Lichtflackern und Türöffnen zu Ort und Stelle und werden ihrer Mut beim Stuhlwerfen überrumpelt. Das Gekreische ist bei Echtheit die Kirsche auf der Sahnetorte. Was meint ihr zu diesem Geisterfall? Dieses Video stammt von Reddit-Nutzer LeadGuitar 2023 und schlägt gerade Wellen im Reddit-Forum r/ghosts. Es handelt sich um einen Repost von einem kurzen Video aus dem Jahr 2006. Genauer betrachtet handelt es sich um eine Abfilmung einer VHS-Kassette, wie ich vermute. Solche Videos bieten natürlich wieder den totalen Horror à la Blair Witch. Und in der Tat ist das Video bei Echtheit sehr gruselig. Achtet auf den unscheinbaren Hintergrund. Stimmung ist angesagt. Fröhliches Gitarrenspiel und Gesang stand wohl auf der Tagesplanung. Der Poster des Videos schrieb zwar in die Caption, dass das Video aus 2006 stamme, jedoch kann man gut ablesen, dass das Video in echt aus 2014 stammt. Tipp oder Leichtsinnigkeitsfehler? Ich weiß es nicht. Ändert nichts an der unheimlichen Tatsache, dass sich hinter einer Person der Musikgruppe jemand völlig Fremdes im Bild auftut. Die Frau in Rot wird sie benannt. Und dabei handelt es sich nicht um den Film, den man bei der Google-Suche findet. Und eine Komödie ist es auch absolut nicht. Mehrere Sekunden lang ist diese Frau im roten Kleid im Hintergrund zu sehen, die starr dort stehen bleibt. Es wirkt fast schon so, als würde sie schweben. Doch das kann man aufgrund der schlechten Qualität schlecht behaupten. Als sich die Kamera auf eine Frau mit Käppi links im Bild für einen Moment fokussiert, verschwindet auch die Frau in Rot aus dem Bild und taucht im Winkel vom Videoanfang auch nicht wieder auf. Wo ist sie hin? Es gibt eine vom Paranormalen abweisende Theorie, dass es sich einfach um eine zufällige Frau handelt, die halt mal so kurz im Bild auftaucht und wieder verschwindet. Zugegebenermaßen fehlt wichtiger Kontext zum Umstand des Geschehens, weshalb die Theorie nicht widerlegbar, aber auch nicht abstreitbar als Möglichkeit ist. Das ist auch wieder das Tolle an Geistervideos. Es sind nun mal Mysterien und ob wahr oder falsch, liegt bei euch, einem jeder selbst. Also dann, gute Nacht. Der folgende Clip stammt von der Twitter-Nutzerin Daniela Garro. Ihr Vater besäße eine Überwachungsfirma. Zwei Security-Mitarbeiter entdecken auf einer Überwachungskameraaufzeichnung etwas wahrlich Beunruhigendes. Que viene con un gran vestido, ma. No, la verdad es que se desaparece y me le espera. Uy, huevo. Eine Geisterfrau in weißem Kleid und mit schwarzen Haaren läuft durch das Bild. Es scheint sich alles auf einem prächtigen Anwesen abzuspielen. Vielleicht mit etwas Geschichte und tragbarem Spukpotenzial. Was macht das Video ausgerechnet zu einem Geistervideo? Erstmal wisse man im Nachhinein nicht, wer da durchs Bild gelaufen ist. Zumal die Figur sich gegen Ende auflöst. Nun kann man wieder Frame Compression hinter der Auflösung vermuten. Meinetwegen, doch wo ist der Schatten? Wegretuschiert. Oder auch ein Kamerafehler. Ich bin wie immer auf eure Erklärung gespannt.